Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Häkelanleitung und heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses Tuch häkelt, das ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und hierfür verwende ich mal wieder ein Bobbel aus eigener Wicklung und zwar den Bobbel Honigkuchenpferd in der Lauflänge 800 Meter. Es ist ein vierfädiger Bobbel und diesen sowie auch ganz, 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 ganz super viele andere gibt es in meinem Online-Shop und den Link dazu hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr auch den Link zu meiner Facebook-Gruppe, die ihr jederzeit nutzen könnt, wenn ihr mal Fragen zu meinen Anleitungen habt. Dort helfen wir uns alle gegenseitig. Dieses Tuch häkel ich mit einer Nadelstärke von 4,0. Des Weiteren benötigt ihr noch eine Schere und zum Abschluss auch noch eine Wollnadel. Und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, als erstes beginnen wir, indem wir eine Masche auf die Nadel aufnehmen. Dann vier Luftmaschen häkeln. 1, 2, 3, 4. In die erste Masche vom Anfang einstechen und eine Kettmasche häkeln, um das Ganze zur Runde zu schließen. Und Reihe 1 wird begonnen mit 5 Luftmaschen sowie ein Stäbchen hier in die Runde, direkt in die Mitte hinein häkeln. Das war Reihe 1. Reihe 2 wird gehäkelt mit 3 Luftmaschen sowie hier in diese Luftmaschenlücke 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und im Anschluss noch eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Dann kommen wir zu Reihe 3. Reihe 3 wird auch hier wieder mit 5 Luftmaschen begonnen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann häkeln wir hier in die erste Masche hier unten noch ein Stäbchen mit hinein. Und jetzt gehen wir hier in diese Lücke hier daneben und häkeln zuerst noch eine Luftmasche, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann in diese Lücke häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. Die restlichen Maschen hier werden nicht behäkelt. Wir gehen jetzt direkt über zu Reihe 4 und starten hier mit 3 Luftmaschen und dann häkeln wir hier daneben in diese Lücke 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Dann die Nadel wieder einschlagen. Wir gehen zur letzten Luftmaschenlücke hier und häkeln dort hinein 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 plus eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. So, Reihe 5 beginnen wir mit 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Und hier in die erste Masche hier unten noch ein weiteres Stäbchen hineinhäkeln. Danach eine Luftmasche und jetzt gehen wir hier in diese Lücke direkt daneben und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen dort hinein. Und dann wieder eine Luftmasche häkeln und jetzt gehen wir hier in die Lücke zwischen den Stäbchengruppen und dort häkeln wir auch nochmal ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen hinein. Die restlichen Maschen werden nicht mit behäkelt. So, Reihe 6. 1, 2, 3 Luftmaschen. Dann hier in die erste Luftmaschenlücke kommen 3 Stäbchen hinein. 1, 2, 3.
2, 3. Dann überspringen wir die nächste Luftmasche und gehen dann zu der anderen Luftmasche daneben und häkeln dort hinein 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Und dann gehen wir zur letzten Luftmaschenlücke und häkeln dort hinein 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 plus eine Luftmasche plus ein weiteres Stäbchen. Das war Reihe 6. Reihe 7 beginnen wir wieder mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier unten in die gleiche Masche nochmal ein Stäbchen häkeln. Dann eine Luftmasche, dann in die Lücke daneben gehen und ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen hineinhäkeln. Dann wieder eine Luftmasche, dann gehen wir in die Lücke zwischen den einzelnen Stäbchengruppen und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche und dann gehen wir zur nächsten zu der nächsten Lücke zwischen den Stäbchengruppen und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. Die restlichen Maschen hier werden nicht mit behäkelt. So, Reihe 8, 1, 2, 3 Luftmaschen und hier in die erste Lücke 3 Stäbchen häkeln. 1, 2 und 3. Dann überspringen wir die nächste Luftmasche hier, gehen in den nächsten Raum und häkeln dort 4 Stäbchen hinein. 1, 2, 3 und 4. Dann überspringen wir die nächste Lücke und gehen zur übernächsten und häkeln dort wieder 4 Stäbchen hinein. 1, 2, 3 und 4. Dann die nächste Lücke wieder überspringen und dann in die letzte gehen und 4 Stäbchen hinein häkeln. 1, 2, 3 und 4 plus eine Luftmasche plus ein weiteres Stäbchen. So, die Reihen 7 und 8, die werden stets wiederholt. Und es ist so, wie ihr ja wahrscheinlich schon erkannt habt, dass das ja dann mit jeder weiteren Reihe mehr Maschen werden, mehr Felder. Und es wird immer breiter, das Tuch. Und ich arbeite das jetzt erst einmal vor. Und dann zeige ich euch die finalen Arbeiten. So, ich habe jetzt bis oben hin gehäkelt, bis zur letzten Farbe. Es ist nur noch ganz, ganz wenig übrig geblieben. Würde nicht mehr für eine weitere Doppelreihe reichen. Die Reihen habe ich jetzt nicht mitgezählt für diejenigen, die das gerne wüssten. Ich habe einfach drauf losgehäkelt und habe dann irgendwann, wie gesagt, festgestellt, dass es für nicht mehr dann reichen würde. Aber das Tuch ist lang genug geworden. Den Faden dann bitte abschneiden und nach der letzten Masche, nach dem letzten Stäbchen, dann mit einer Luftmasche abketten und den Faden vorsichtig durchziehen und anziehen. Ich rate dazu, nach der Runde oder nach der Reihe 8 abzumaschen. Also das ist da, wo immer diese 4 Stäbchen in die Lücke kommt. Und dann müssen wir einfach nur noch den Faden vernähen. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen, obwohl es schwarz ist. Ich bemühe mich,
das möglichst sichtbar zu machen. Also erstmal einen Doppelknoten machen. Und dann fädel ich den Faden hier runter zur Einstichstelle von dem letzten Stäbchen und steche hier durch eine Masche durch. Nicht zu fest anziehen, dann kräuselt sich das Ganze, dann zieht sich das so zusammen, das soll es nicht. Also es soll noch so als Stäbchen hier erkennbar sein. Dann gehe ich auf die Rückseite und hier fädel ich den Faden durch mehrere Stäbchen hier unten, wo die Einstichstelle ist. Wie gesagt, ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen oder ihr wisst, was ich meine. Zieh den Faden dann durch. Dann gehe ich nochmal zurück. Und dann noch ein drittes Mal. Das Ganze macht ihr dann natürlich auch noch mit dem Fadenanfang. Und dann kann schon abgeschnitten werden und dann ist ein neues Tuch fertig. Und ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen, dass ihr das gut verstanden habt und inspiriert seid, das Ganze nachzuarbeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine kreative, wunderschöne Häkelzeit und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!